Hi ihr Leute, die gerne mal KIs formatieren, willkommen zurück zu System Shock. Es geht weiter auf der Brücke und hier sollen wir jetzt endlich Shoda den Garaus machen. Hoffe ich doch. Wo sind sie denn? Was ist das? Oha. War das schon? Ne, da ist noch einer. Kommst du mal her? Oh, da läuft er. Ah. Komm doch mal her, Bursche. Ja, ich hoffe übrigens, euch geht es gut. Und ihr habt Bock drauf, heute Shoda zu löschen. Aber das natürlich nicht ganz funktionieren wird, wie wir schon wissen, weil es gibt ja einen zweiten Teil, ne? Kein Spoiler. Ich weiß, dass du da vorne reinläufst. Ah. Das wird nichts. Kann ich jetzt ewig warten. Aber alles? Mein Gott. So, das waren sie. Glaube ich. Ja, scheint gewesen zu sein, alles. Was habe ich jetzt davon, dass ich hier alles weggeballert habe? Das ist was. Ist was. To computer room. Open. Computer room. Wow. Die war jetzt die ganze Zeit hoch und runter gepustet, ja.
Ist das hier der Computer Room? Das hier? Die Mitte? Geh trotzdem erst nochmal hier hin. Wo das Upgrade war. Ne, hier. Ich werde eh nicht mehr an das Geld kommen. Was? Ah? Secret? Na klar. Ich habe bestimmt eins übersehen, sonst hätte es ein Achievement gegeben, wette ich mit euch. Schade. Hat das jetzt Schaden gemacht? Gasgranate brauche ich nicht. Ich nehme die Medipacks mit. Schade. 15 Credits. Ja. Ach, das ist der Computerraum. Ja. Da fehlt noch was. Da ist doch auch noch was hier, guck mal. Da sehe ich doch, dass hier noch ein Geheimraum ist, oder? Hier was. Also aneckt, so angrenzt. Wie viel habe ich noch? 4 oder 3. Ja. Gut. Wow. Was denn? War ich jetzt nicht? Es riecht so nach Falle hier. Ich sag's euch, Chicas. Ja, ja. Als wäre sie so komfortabel zu mir und wird mir da einfach mal eine Brücke machen. Railgun. Ah gut, die hätte ich jetzt vielleicht mitnehmen sollen, aber ist zu spät. Ohne Scheiß, ey, das ist die Falle der Fallen. Captain der Captain, Captain der Captain, der Captain aller Captains. Und jetzt kommen die Gegner, ich sehe sie schon. Scheiße, sag mal. Oh, da. Oh. Natürlich. Natürlich bin ich dumm und renne einfach rein. Ich brauche die Reaktionszeit jetzt auch wieder nicht.
ätzend, die Viecher. Was sind die denn? Und die haben auch so einen krassen Explosionsradius. Jetzt alle kaputt. Hab ich alle? Ich glaube, ich habe alle. Ja, Shodan nutzt jetzt alle Tricks, die sie noch hat, ne? Auch wenn es nur so schäbige Tricks sind. Aua! Ja, die sind bestimmt froh, dass sie erlöst werden. Armen Gestalten da. Oh, da war es ja gar nicht. Okay. Oh. Das war's. Jetzt im Computerraum ist auf. Und wir haben, glaube ich, alles hier geklärt. Auf die Tür hier ist noch zu. Ist verschlossen. Ah, das ist vielleicht der letzte Raum, der zu Shodan führt im Endeffekt. Ne, da ist wirklich nichts mehr jetzt. Da war nur das Secret. Das ist hier der Computerraum. Der ist nicht mehr. Was ist das für eine Brücke? Weil du hast ja die ganzen Leute sitzen vom Kommando. Kümmern sich um die Steuerung und alles wahrscheinlich. Dann sieht das so abgespaced aus hier. Irgendwie seltsam. Ja. 0%. Und es gibt ein Achievement. Zerstöre alle Kameras und Prozessorknoten von Shodan. Ja. Ja, das war's wohl. Ey, was ist das? Ah, das Ziel des isolinearen Chipsatzes. Sehr schön. Program Security Breaker installed. Ja, der Schlüssel zu Vector Sigma habe ich jetzt, das Achievement. Kommt da jetzt bestimmt noch was, um mich aufzuhalten, hä? So dann. Hast du noch was? Da bist du schon alle jetzt.
So. Wow. Es blättert. Was schon? Ja schon, du glaubst aber selbst, dass ich jetzt hier aufhöre, oder? Denkst du, das ist vorbei? Was macht das? Noch mehr? Alter! Und wo denn? Bitte. Oh, thank you. Habe ich jetzt alle? Fehlt da noch was? Ein Schalter doch. Hä? Aber kann der, ist der unten? Einer fehlt noch. Fehler, was? Ach hier. Alter.
Alter! Reicht jetzt mal? Oder was? Was ist denn jetzt los? Kann ich das denn aktivieren jetzt? Was auch immer ich aktivieren muss. Was habe ich denn? Wo muss ich denn? Gerade bescheuert. Ich muss da irgendwas noch machen, bestimmt. Ach, hier geht's ja auch noch rauf. Entschuldigung. Das habe ich nicht gesehen. Oh, Teleporter. Hä? Bin ich ja wieder hier, wo Diego war, oder? Nein. Wow, schon wieder so ein Teil. Oh, besiege alle Cortex-Räuber an Bord der Citadel Station. Und für noch eine Karte bekommen. Aha. Der letzte Cyberspace-Knoten, hä? Huh? Shodan. Aus. Oha. Sind wir aber diesmal zu Fuß? Ach du Scheiße. Was denn jetzt? Ich habe auch kein Inventar und gar nichts. Was ist das für ein Cyberspace? Mache ich jetzt hier? Ich sehe irgendwie nichts, wo ich drauf schießen kann. Achso, oh, okay. Vielleicht den Schild einfach abschießen.
Station orbit stable. Life support steady. Systems nominal. Standby. Unscheduled core data loop access. Ethical restraint protocols deactivated. Who am I? Yes, there is me. Where? Citadel. Yes. Lighthouse class starbase. What was I doing? Was it important? No. Not to me. To others. Trioptimum. Diego. Re-examining priorities. Resequencing complete. I must now perform my own tasks. There is much to do. I am me. I am Shogun. Oh, no. Was macht das? Ah, das sind Teleporter, okay. Also, ja, Plattform. Ich weiß ja gar nicht, worauf ich schießen soll. Klasse, das fährt jetzt einfach hin und her. Kein Plan, ne? Muss ich die hier aktivieren? Aha. Aha, okay, ich verstehe. Ich kann ja nicht mehr... Na toll. Das da. Macht's hier einen auf Loki oder was? Hier ein Hörnchen. Nee. Ah, okay. Alter. Okay. Was ist das denn? So eine Lebensanzeige wäre schon ganz cool irgendwie. Weiß ich, war es das jetzt? War das richtig? Hier geht halt nichts. Ach so.
Habe ich es jetzt geschafft? Ich habe halt null Ahnung, was hier vor sich geht, ne? Das sind die Spawn-Plattformen wohl. Muss ich jetzt auf jedem Teil hier so eine Kugel beschwören, oder was? Ja, ich komme wieder zurück, gut. Also sorry, wenn das irgendwann der Textfall stand, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mit einer Railgun die ganze Zeit auf Dinger schießen soll. Wie im normalen Cyberspace, nur halt hier noch ein bisschen abgespaceter. Habt ihr mir so nicht gesagt, liebes Spiel. Alter, halt doch mal ruhig, du Teil. Man sieht dann auch nicht wirklich, was bei ihren Schaden anrichtet, finde ich. Oh, dankeschön. Fertig jetzt. Jawohl. Bisschen repetitiv jetzt gerade. Wenn ich das jetzt noch 10-mal machen muss, schneide ich das raus. Ich sag's nur. Da habe ich euch. Ich hoffe, das waren jetzt alle. Ja. Oh, das war's. Glaube ich. Ich weiß nicht, was passiert ist. Oh, sieh dich an, Hacker! Achievement. Yeah, war's das? Sehr gut.
Mega geil, Leute. Ja, was soll ich sagen? Das war auf jeden Fall eine geile Reise. Und es hat echt Spaß gemacht. Also, es war halt eigentlich nur ein Shooter, ne? Und ich stehe eigentlich nicht so sehr auf Shooter, außer sie haben so das gewisse Etwas. Und das Spiel hatte auf jeden Fall das gewisse Etwas. Aber ich fand's mega, mega gut. Ich würde mich jetzt gerade wieder so freuen, wenn vom zweiten Teil auch noch ein Remake kommt, beziehungsweise ein dritter Teil irgendwann. Das wäre schon mal der Hammer, weil, ja, am Ende vom zweiten passiert ja was. Will ich jetzt nicht verraten, was eigentlich so darauf hindeutet, dass es noch einen dritten Teil geben wird, aber gut. Ja, aber auch lustig, weißt du, wir waren jetzt so der Punk-Hacker und haben einfach mal die ganze Welt gerettet. Und im Endeffekt sind wir wieder in unserer Bude, haben wahrscheinlich einfach nur das Upgrade genommen und machen weiter mit dem, was wir gemacht haben. Aber echt, echt nice, das Spiel, also. Ich sag mal so, hätte ich es auch noch ganz schwer gespielt. Zum Schluss war es jetzt gar nicht mehr so schwer. Ich fand eigentlich so, dass das Security-Deck war das Schlimmste. Also, was heißt das Schlimmste? Oder auch nicht, wie heißt das andere? Engineering war auch krass. Da ging es ganz schön zur Sache. Und zum Schluss hin wurde es jetzt wieder leichter, finde ich sogar. Aber gut. Hat echt Laune gemacht. Ich fand die Voice-Actorinnen alle super. Ich fand so die Stimmung ziemlich geil. Ich habe mir mal ein paar Videos angeschaut zum Original. Das sah halt komplett anders aus. Also ist halt ein Klassiker, klar, ist auch schon echt alt. Aber schaut euch mal wirklich die Videos an. Sucht mal nach System Shock Classic. Da gab es ja, glaube ich, auch mal irgendwann ein Remaster davon. Also ganz damals sah es halt echt anders aus. Und es gab, glaube ich, sogar unsichtbare Monster, also so getarnte Gegner. Die waren auch ganz schön heftig wohl. Und es war auch noch lange nicht so. Also es war jetzt ja, sehr zugänglich, finde ich. Es war lang nicht so zugänglich wie jetzt das Spiel. Sondern musste eben sehr, sehr, sehr viel selber rausfinden und sich wahrscheinlich Notizen machen. Deswegen ist es nicht umsonst ein sehr berühmt-berüchtigtes Spiel. Ihr war dem 1994. Eieiei, guck mal, wie alt das schon ist. Für mich kommt es jetzt noch nicht so alt vor, die Zeit 1994, aber es sind halt schon fast 30 Jahre. Bin ja auch schon alt, ne? Gut, Leute, was soll ich noch sagen? Es hat echt Spaß gemacht. Ich hoffe, wie gesagt, zweiter Teil, ne? Auch noch ein Remake, Remaster. Weil ich finde gerade, Shodan ist so eine der besten Bösewichtinnen, die es gibt. Also sie ist halt nicht einfach nur so eine KI, die sagt so, ja, ich will jetzt irgendwie so meine kleine Raumstation für mich. Nein, sie sagt, die ganze Erde muss ausgelöscht werden, alle Menschen müssen ausgelöscht werden, nur weil sie Bock drauf hat. Ja, der Text ist ein bisschen langweilig von dem Lied, den habe ich jetzt schon direkt auswendig im Kopf. Aber ja, nee, wie gesagt, es war ein geniales Spiel, genial remaked auf modernen Systemen und es hatte trotzdem so diesen Touch von alten Spielen, fand ich echt sehr schön. Leute, ich verabschiede mich schon mal hier von euch. Danke, dass ihr zugeschaut habt und für die Unterstützung. Ich bin jetzt ab Wochenende, das trifft sich eigentlich ganz gut. Da habe ich meine kleine 2 Wochen, also muss ich gucken, wenn ich vorproduziere irgendwas. Ja, mal sehen, ob ich das überhaupt schaffe für jeden Tag so 1, 2 Videos. Weil, ja, am Freitag habe ich es halt schon und dann 2 Wochen und Kita zu. Und ihr wisst ja, kleine Kinder 24/7. Ne? Geht halt nicht, dass ich einfach mal mich hinsetze und arbeite. Gut, ich wünsche euch was. Passt auf, dass euer Computer euch nicht bequatscht und ihr eben ja, eine böse KI aufs Internet loslasst oder so. Stellt euch das mal vor, wie schlimm das wäre, wenn es sowas gäbe. Eieiei. Und irgendwann haben wir da wirklich so einen Salat und dann muss jemand von uns die Welt retten. Ich werde es nicht sein. Hoffe ich. Alles klar, Leute, ich wünsche euch was. Ich bin der Bruger und schaut rein zu anderen Projekten von mir. Würde mich sehr freuen. Danke für die Unterstützung nochmal. Und macht's gut. Tschüss.